Bei diesen Bildern werden große Männer wieder zu kleinen Jungs. Denn was für den einen einfach nur eine Spielzeugeisenbahn ist, ist für den anderen ein komplexes Kunstwerk. Mühevoll angefertigt in monatelanger Arbeit und ein detailgetreuer Nachbau des Originals im Maßstab 1:87. Teils nach Bauplänen, teils nach eigenen Entwürfen hergestellt, vergraben sich die Erbauer dieser Werke Monate oder sogar Jahre lang in ihren Hobbykellern und finden dann irgendwann wieder ins normale Leben zurück. Ich habe als Kind sowas vom Vater gebaut bekommen, konnte zum Teil zugucken und dann habe ich das irgendwie weitergeführt und dann mit 15, 16 abgebaut und weg damit. Und viele Jahre später, als meine Tochter auf die Welt kam, dann hatte ich plötzlich viel Zeit zu Hause. Und dann war noch irgendwas anderes, irgendwo eine tolle Ausstellung von einem Bahnjubiläum und dann hat es wieder angefangen. Auch Rainer Litzinger hat fast ein Jahr lang an seiner Winterlandschaft gebaut und getüftelt. Alleine in diesem Lift stecken 800 Stunden Arbeit und mehr als 3000 Euro Materialkosten. Aber fertig ist sein Werk noch lange nicht. Wenn Weihnachten vorbei ist und sie bei uns wieder aus dem Wohnzimmer kommt, will ich die Schlittschuhläufe noch beweglich machen, dass die sich genau wie das Karussell dann drehen. Also ich kenne keine Modellbahn, wo je eine Anlage fertig geworden ist, weil immer neue Ideen dazukommen. Wer das alles jetzt total verrückt findet, dem sei gesagt, dass der Modellbau schon eine lange Geschichte hat. Bereits im Jahr 1784 wurde die erste Modelleisenbahn in England gebaut. 1840 tauchten die ersten Eisenbahnnachbildungen in Deutschland auf. Modellbau, das sind heute nicht nur Eisenbahnen, das sind Schiffe, große LKW-Parcours und Flugzeuge. Und die können fliegen wie die echten, meistens jedenfalls. Es waren pilotetechnische Fehler. Wir haben gemacht, wer am spätesten zieht von oben runter und ich habe es überreizt. Und was sagen Sie, ist da noch was zu retten? Oder? Ja, das kann man wieder kleben. Ob kleine Jungs, die nie erwachsen werden, oder geniale Tüftler. Modellbauer sind wohl ein bisschen von beidem. Ja, es gibt viele, die ihren ganz persönlichen Traum da verwirklichen, die zum Beispiel aus der Jugend irgendein Flugzeug in Erinnerung haben, zum Beispiel die U-52, und die dann eben als großes Modell dann aufbauen. Bei Leuten, die jeden Samstag ins Stadion rennen, um Fußball zu schauen, muss man vielleicht auch sagen, das ist vielleicht auch ein Tick. Insofern sind die Modellbauer da nicht, haben nicht einen anderen Tick als andere. Das stimmt allerdings. Und bei anderen Hobbys kommen jedenfalls nicht so technisch anspruchsvolle und teils filigrane Kunstwerke heraus wie beim Modellbau.